Hallo, hier ist Tip Top Tube. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Tip Top Tube. Alles Gute zum Zeugnis. Yeah, hier alles für ihr. Dich. Willkommen bei diesem neuen Video. Heute ist Zeugnistag, also nicht für mich und auch nicht für Chrissy. Wir haben unsere Zeugnisse nur gerade da, weil wir sie für Ash verglichen haben. Mit Ash Zeugnis. Auf seinem Kanal. Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir Zeugnis bekommen. Was geht? Also, ja. Guck mal. Direkt zu Beginn. Musst du sitzen bleiben oder nicht? Nein. Kommst du weiter in die 10. Klasse? Ja. Kurz noch, was meine wichtigsten Sachen? Latein. Warum fängst du mit dem Schlechtesten an? Sag doch ja, den Namen da, wo du... Mathe 2. Ja, dann wird's auch. So, Sport 2. Ja. Deutsch 3. Ja. Physik 2. Ja, super. Chemie 4. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Bio 3. Und Durchschnitt 3,0. So, das waren die wichtigsten Fächer auf jeden Fall. Und so, kommentiert jetzt mal, ob ihr mit euren Zeugnissen zufrieden sind. Und heute haben wir was für dich geplant. Natürlich seid. Ihr mit euren Zeugnissen zufrieden seid. Was hab ich gesagt? Sind. Was hattest du in Deutsch nochmal? Ich bin seit 4 Jahren nicht mehr in der Schule. Ach so. Ich bin genau, wieso hattest du eine 2 in Deutsch? Wir dachten, alle gemeinsam, dass wir dir ein bisschen was ausgeben. Für eine 1 kriegst du 1000 Euro. Ich hab keine 1. Also ja, okay. Für eine 1 kriegst du 1000 Euro. Ja. Oder 5000 Euro, Ash. Kannst du auch 100.000 geben. Ja, wir können dir auch ein Haus schenken oder ein Auto. Also eine 1 hat er leider nicht. Welche Note hast du am häufigsten? 3 sind viele. Für eine 3 kriegst du 5 Euro? Dann ist mal ehrlich, was du realistisch. Also für eine 2 würde ich sagen 5 Euro. Ja, 1 Euro. Timeout. Ash hat Hunger. Wir wollen ganz etwas bestellen. Solange überlegen wir, was wir Ash für sein Zeugnis geben. Ja, genau. Ich kenne viele Leute, die kriegen tatsächlich Zeugnisgeld. Ja, aber für eine 2, glaube ich, 20 Euro oder so. Echt? Ja, okay, dann kriegst du auch 10 Euro. Okay, ja, dann kriegst du 20. Okay, für eine 2, 20 Euro, für eine 3, 30? Für eine 3, 10. 5. Nee, muss er uns zurückgeben, 5 nee. Euro. Bei einer 5, für eine 5 würde ich ja, sagen, genau, gibt er uns allen jeweils 10 Euro. Ja, genau. Okay. So, Step 1 heute. Wir müssen Essen bestellen. Was möchtest du heute? Was wünschst du dir zu essen? Ich suche gerade schon Essen raus. Wir halten jetzt alle einen Finger auf mein Handy rauf. Ja. Und der ausgewählt ist, muss das Essen bezahlen. Also Finger rauf. Wo ist Papa? Egal, das zählt nicht. Ah, oh, Chrissy! Also, was wollt ihr haben? Krass. Chrissy will es nicht also essen. Jetzt, wo Chrissy ausgibt, ich hätte gerne. Wasser. Ich nehme einen Salat. Ich bin für Pommes. Es gibt so eine Hollandaise-Pizza mit Gemüse, die ist richtig lecker. Mach für alle Pommes. So einfach zum Snacken, einfach eine. Ich nehme auch eine. Mach zwei. Chili Cheese Nuggets. Lass eine Mix, okay? Wir werden gleich viel zu viel bestellen. Aber es ist egal. Kostüme Zeit. Special Soße. Was ist denn Spezialsoße? Das freue ich mich auch. Ja, mach eine Pizza rein und let's go. Hollandaise, ne? Hollandaise? Nee. Es gibt so, die heißt immer V, glaube ich. Wie heißt die? Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich möchte Nudeln haben, Spaghetti. Die kann, wie es gibt. Ja. Solange Ash bestellt, wir gucken mal ganz kurz, was Papa heute an diesem wichtigen Tage hier macht. Ich glaube, er ist nämlich hier irgendwo. Oder auch nicht. Wo ist Papa? Hey Mama, Papa ist nicht da. Wo ist Papa? Nein, jetzt mal ohne Witz. Ich sehe ihn nicht. Ihr könnt jetzt auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr heute, also beziehungsweise wer von euch hat Zeugnisse bekommen und was macht ihr heute am Zeugnistag? Wo ist Papa? Der ist weg. Hat der Ash Zeugnis schon gesehen? Ja. Okay. Papa! Der ist einfach nicht da. Also jetzt mal ohne Witz, wo ist der? Nein! Hä? Wenn du ihn suchst, ist hinten sein Lieblingsplatz. Aber ich habe ihn nicht gefunden, aber egal, dann für ihn gibt's nichts. Oder? Okay. Er ist doch nichts. Hä? Er ist doch nichts. Essen ist da und ich würde sagen. Ash, Skala 1 bis 10, wie hungrig bist du? Sehr doll. Ey, du willst mit dieses Handy auf. Echt? Ich meine. Oh. Sieht aber auch echt gleich aus. Ja, egal, dann filmen wir jetzt mit dieses Handy weiter. Stark. Chris, geht auch mit deinem Handy, oder? Ja. Also, wir haben jetzt hier bestellt, es ist endlich angekommen. Was ist das? Deins hier, ne? Ja. Mach mal fresh. Hier die Pommes, let's go, von Ash klauen wir direkt eine. Was ist das hier? Nochmal Pommes. Jawohl, komm mal. Oha, jawohl. Die haben ja gar keine Etiketten mehr. Mm-mm. Das ist, hätte ich es irgendwie jedes Mal ein bisschen anders belegt. Die haben die Zwiebeln vergessen. Letztes Mal waren da Zwiebeln drauf. Salat drauf. Ja. Was für Pasta haben wir nochmal bestellt? Nudeln. Geppetto, aber Spaghetti. Jawohl, so, Ash. Ich würde sagen, du schreist Papa jetzt einmal ganz laut an und sagst, es gibt Essen. Papa! Lauter. Papa! Lauter.
Was ist das? Weiß ich nicht. Einfach schreien. Mach Tür auf und schrei raus. Papa! Essen! Wenn ich du wäre, schrei richtig laut. Nein. Ach, bitte. Papa! Da ist noch mehr drin. Papa! Ja, noch mehr. Papa! Okay, dann sehr gut. Gleich kommt er rein und ist übertrieben genervt wahrscheinlich. Ja. Du auch. Kommt er? Naja, mal schauen, ob er reinkommen wird. Jetzt kommen wir zum ernsten Part. Ash, wir haben abgemacht. Für jede 2 geben wir dir 20 Euro. Ja. Für jede 3 kriegst du 5 Euro. Weil ehrlich, die 3 ist schon, finde ich, Standard. Das muss schon mindestens sein. Für eine 5? Für eine 5? Ja. Eine Schelle? Und 4? Für eine 4 kriegst du gar nichts. Also eine 4. Nee, okay. Für eine 4 können wir nicht. Also für eine 4 gibt es keine Belohnung. Dann habe ich eine 3 schon mal. Eine 3 hast du. Nee, insgesamt, guck mal. Also, eine 3, eine zweite 3, 4. 7 3. 7? Ja. Okay, 35 Euro dafür, dass du nur 3 hast. Na egal. Dann habe ich 3 2. Uff, das wird doch teurer als gedacht. Warte mal ganz kurz. 3 2, 60, ja. 95 Euro. Dann eine 4 und eine 5. Der ganze mehr als die 4 und die 5. 95 Euro für das Zeugnis, für einen 3-0er Schnitt? Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Es ist echt ein bisschen viel. Ey, ganz im Ernst, Mama und Papa sind gerade zwar Fahrradfahren. Schon sind wir unterwegs mit dem Fahrrad. Wisst ihr, wo wir gerade hinfahren mit meinem Schnuckibuggy, der da so steht? Wir fahren zu Rusta, weil ich da was brauche. Und ich hatte keine Lust, mit dem Auto zu fahren. Ich habe das Schnucki, wir wollen doch sowieso eine Fahrradtour machen. Jetzt fahren wir auch mit dem Rad halt dahin. Dauert ein bisschen länger natürlich, ne? Weil Marie, und wo sind deine Kinder? Kinder sind zu Hause beschäftigt. So, die sind schon groß. Die, warum nimmst du die nicht mal mit? Weil sie keine Böcke und keine Zeit haben. So. Ah. Ja. Marie, das kenne ich auch von meinen Kindern. Ist normal. Haben wir gestern Abend sie auch gehört, ne? Eine Frau sagte, ja, mein Kind ist halb pubertiert, wird 13 oder 14 und hat auch keine Lust zum See zu gehen. Naja, und das nur am Rande. Also, wir fahren jetzt eine Runde weiter. Und hier ist es schön, weil die Sonne hier nicht so knallt und hier ist es windig. Na? Startklar? Wir fahren weiter. Was für eine Aktion. Wir haben jetzt auf dem Fußboden mit meinem Schnucki einmal dieses Kissen einfach mal so versucht zu rollen und zu pressen und zu drücken und mit Mühe und Not in diese Tasche da reinbekommen. Jetzt kommt Kissen Nummer 2. Ich dachte, ich fahre einfach so damit, aber dann sagt nein, wir müssen das nochmal machen. Ja, wie? Das hält doch nicht. Ein Hoppel und das fällt ab. Aber so eingeklemmt. Aber nun gut, also wir mühen es noch mal kurz mal ab mit diesen Kissen. Aber ganz ehrlich, was machen wir jetzt mit dir? Für einen Dreierschnitt. Das Ding ist, die 5 ist eigentlich echt abzugeben. Ohne Witz. Komm, wir machen das so. Wir machen 50. Wir machen 50 Euro, wenn du eine Runde Challenge Papier gewinnst jetzt. Wenn du sie verkackst, kriegst du fürs Zeugnis gar nichts. Okay. Bist du, hast du alles ein bisschen? Ja, bis 0, bis 1 oder bis 3? 1. Bis 1? Mhm. Ja, let's go. 50 Euro Max. Fresh. Stark, danke. Es tut, also in meinem Kopf tut es immer noch weh, 50 Euro für einen 3-0er Schnitt hinzugeben. Sehr, sehr nett. Sehr nett, das finde ich aber auch. Ich hoffe, das wird alles sinnvoll in, natürlich in Bildung investiert. Mhm. Davon kannst du dir fürs nächste Schuljahr alles holen. Dafür stimmt. Dafür wird jetzt Brawl Stars gekauft. Wer von euch zockt Brawl Stars? Aber ganz im Ernst. Ich bin dafür, du holst dir davon Stifte, College-Blöcke und all so ein Kram. Auf dem iPad. Auf dem iPad? Ja. Ich brauche ein neues iPad. Alles klar, das kriegst du, wenn du ein 1-0 schon kriegst. Okay. Bis jetzt beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.